Die haben weniger Lebensenergie. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt sind zwei umgefallen. Das ist doppelt nicht gut. Okay, jetzt sind sie alle umgefallen, bis auf Vorgrim, und der wird jetzt niedergeführt von denen. Wo war unser letzter Save? Das ist nicht schön gewesen. Jetzt müssen wir noch mal die Harpien töten. Mein Atem geht ruhig. Die hat auch noch was. Okay. So, das Harpchen-Ei haben wir wieder. Das heißt, wieder zurück zum Schmied und den Haken holen, dann die Truhe hochholen. Aber dieses Mal, nachdem wir sie geknackt haben, bevor wir sie plündern, speichern und uns buffen. Ja, wir lassen bei jeder Truhe irgendwelche schweren Gegner spawnen. Das ist sehr schön. Damit ihr sie nach oben nur ein Dukat, weil ihr es seid.
So, dann holen wir mal wieder die Truhe nach oben. Ja. Das sieht gut aus. Und jetzt kräftig ziehen. Aufgepasst. Hoch damit. So schwer kann das doch nicht sein. Bin ja gespannt, was da drin ist. Das bin ich. So. Hapchenei. Quicksave. Wobei. Na klar, auf geht's. Sanja. Geräte so ein Gwendala dahin. Mein Atem geht ruhig. Folgt ihr mir? So. Yandra Aikara. Mandaya Ioai Banda. Saranar Ayorla. Feya Tara. Das bin ich. Candidus. So. Da sind sehr viele Buffs, die Gwenda da sprechen muss. Allerdings, wie sie die alle gesprochen hat, lädt sich auch Gladys Astralenergie auf. Gut, Freund. Mandaya Ioai Banda. So. Gebufft sind wir. Spaten haben wir. Gegner spawnen. Ein Zwerg, ein bei Angros. Na klar, Zeritus, Zeritus. Ass. Oh, beisam fehlgeschlagen. Ja. Bei meiner Axt. Mein Atem geht hoch. Mandaya Ioai. Bei Angros Bart. Ich versuche mein Bestes. Sprich, Freund. Feya Tara Dra. Okay. Trink ganz schnell ein. Gut. Für Ardo. Sanja, Sturm über Wasser. Na klar. Ha. Arba. Erstmal muss ich die Schwächeren loswerden. Jetzt wird's ernst. Ja. Mandaya Ioai Banda. Ich will mal gucken, dass ich die Klingenwand oben halte, dann werde ich nicht so oft getroffen. Sanja. Feya Tara Dra. Ein Zwerg, ein Baum. Folgt mir, Candidus. Ich versuche mein Bestes. So, jetzt muss nur noch der hier sterben. Sprich,
5 Lebenspunkte hast du noch. Ja. Sprich, Frott. Mal kurz gucken. Bei klarem Purum kann ich nicht verbessern. Angstgift macht den Mut runter und damit Parade runter. Hebt verdammt lange, ey. Ja, die ganzen Untoten, da lasse ich mal stehen, weil ich habe das Gefühl, die sind auch respawn. Torfspaten zu Schwertern. So soll es sein. Ich habe diesen Spaten hier gefunden. Könnt ihr mir ein Schwert daraus schmieden? Zeig mal her. Oh, das ist ja unglaublich. Ein wirklich guter Spaten. Herausragende Qualität. So etwas wird heute nicht mehr hergestellt, sage ich euch. Daraus könnte ich euch wirklich ein Schwert mit außergewöhnlichen Eigenschaften schmieden. Verratet ihr mir, woher ihr den Spaten habt? Aber natürlich, den habe ich in einer Truhe im alten Tempel im Sumpf gefunden. Es war ja ganz einfach oder auch nicht ungefährlich, da die Truhe in einem unzugänglichen Spalt war. Aber letztendlich ist es mir gelungen, sie zu bergen. Danke. Soll ich euch jetzt ein Schwert daraus schmieden? Aber ja, hier habt ihr ihn. Dann auf ans Werk. Oh, geschafft. Hier habt ihr das Schwert. Ich hoffe, es wird euch gute Dienste leisten. Das wird es bestimmt. Und vergesst nicht, Torfspaten zu Schwertern. Ja. Schatz in der Tiefe, abgeschlossen. Ulfing Bleifinger hat mir aus dem Spaten ein außergewöhnliches Zweihandschwert geschmiedet. Außergewöhnlicher Andergaster. Chance auf Wunde, Körperkraft plus 1. Ist aber ein Zweihandschwert. Ups. Ja, genauso wie die Axt. 3W plus 4. Boah, ey. Genauso wie die Axt. Leider nichts, was uns viel bringt. Das heißt, wir können jetzt die Moorbrücker Sümpfe verlassen, weil hier gibt es wirklich nichts mehr. Zurück in unser Anwesen, Zeug wegpacken. Auch hoffen, dass wir unterwegs nirgends angegriffen werden. Da gehen wir in den Silberkrug wegen dem Ei. Wir sind immer noch verflucht. Also verflucht ängstlich. So, gestohlenes Dokument hier rein. Ein Zwerg, ein Wort. Schöne Waffen hier rein.